Nachher kommen wir jetzt zum Logitech AI Prompt Builder. Also Logitech hat jetzt was vor, und zwar sie möchten bei einer Maus, ich glaube, sie die M750 Maus hat jetzt einen dedizierten AI-Button. Und damit kannst du in der Logitech Options App oder in den Tool halt, kannst du dann so quasi KI-Prompts zusammenbauen und die werden dann ausgeführt. Also du könntest zum Beispiel sagen, du hast da einen Text und du sagst jetzt, ja, was weiß ich, fass mal denn die Taste druck. Also du kannst dir einfach selber für einen Befehl, den du relativ häufig brauchst, sowas bauen. Also, du kannst ja da ChatGPT verbinden und sowas, wie das in Anschein macht. Aber wie das dann genau funktioniert, gute Frage. Es wirkt für mich irgendwie gezwungen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Es ist für mich ein bisschen so eine Mischung aus gezwungen und komplettes Overengineering. Ja, weil jetzt sage ich ganz ehrlich, wenn ich mal irgendwas für ChatGPT, wenn ich einen coolen Prompt habe, kann ich mal den einen der Notizen-App abspeichern. Also ich weiß nicht wirklich, ob alles einen AI-Button braucht im Leben. Wortleis, Kim, da kommt noch viel, Ja, ich viel weiß, mehr. es kriegt alles. Also Windows schreibt ja eh schon vor, dass du bei Laptops einen AI-Button draufhauen musst oder Ja. Microsoft. Also das, ich meine, obwohl ich es da ja nur eher verstehen kann. Ja, für den Copilot halt. Ich habe halt beim Sta Ja, ich hab da. halt beim Starten von Skype gesehen, dass da jetzt auch der Copilot drinnen ist. Der Copilot ist da drin, ja. Wenn Ja. du willst, ist der da drin, Ja. ja. Hast du ihn benutzt schon? Ja, selbstverständlich nicht. Hast du mit ihm anregende Gespräche geführt? Na, na. Und vor allem hat Microsoft etwas definitiv verpasst, dass der Clippy das offizielle Symbol wieder von diesem Copilot wird. Das stimmt, ja, das hätten sie machen sollen. Das war guter Stunt gewesen. Das hätte mir besser gefallen. Weil da hätten sie dann so ein lustiges animiertes Video machen können, Guess Who's Back. Aber was ich da jetzt gerade sehe, ist. Das kann sogar sein, dass es nicht nur. Wie heißt das? Logitech Options. Logitech Options Prompt-Builder. Plus Software. Also, ja, ich meine, die kennst du wahrscheinlich, wenn du eine Logitech-Maus Na, hast. ich habe nur die normale Logitech. Wie hast du denn Logi? Ah, ihr war die Logi. Stimmt, ihr war Ich habe die Logi-Options. Logitech G-Hub. Über Gaming-Maus. Ihr habt die MX Master. Weil das könnte nachher sogar möglich sein, dass das bereits mit deiner Maus funktioniert. Du nicht einmal eine neue kaufen musst, was ich da jetzt gerade gesehen habe. Ja, das durchaus. Ja, Also, dann probier mal den es. Spaß. Warte Nicht mal, jetzt, nicht jetzt während Logi. der Aufnahme. Warum nicht? Nein! Was soll denn passieren? Ja! Ja, na, was soll denn wirklich Ja, passieren? Logitech-Software kommt, wird passieren. Die funktioniert immer super. Boah! Ich verwende mal Ja, Razer-Software, dann war es was Schlechtes. Razer macht schlechte Software und schlechte Peripherie, aber Logitech macht einfach hauptsächlich schlechte Software. Nein, Findest. ja, wenn ich meine das G-Hub, also wenn ich die G-Hub-Software aufmache bei mir, dann sind mit einem Schlag einmal 3 GB RAM weg von die 32. Was ist die Ja, das ist die G-Hub-Software überhaupt? Konfigurationssoftware für meine Maus. Es ist aber eine Das ist eine Gaming-Maus in Gaming-Maus, dem ja. Fall. Ja, okay, da weiß ich es nicht. Ich weiß leider, dass dies von dieser MX Master und das Zeug funktioniert super Ja, gut. die Maus funktioniert bei mir auch super gut.
Der Prompt-Builder, was hast du vorne? MX Master? Ich glaube, ich habe, was haben wir für eine? Warte mal, ich glaube, ich habe die 2er oder die 2S. MX Master 2S, okay. Na, 3, Entschuldige, MX Master 3 habe ich. Dann sollte bei dir möglicherweise sogar der Prompt-Builder funktionieren, ja? Laut Supported Mice. Ja, okay, cool. Was ist die auf der Zwara funktioniert da noch, oder was? Auf der MX Anywhere 2 und auf der MX Master 2S, ja. Ja, die hätte, Und okay, auf die der hätte MX an. Master auch noch. Boah, das war der erwähnt, das war, glaube ich, das war die erste MX Master natürlich. Das war damals echt ein riesen Quantensprung, wie es die Maus rausgebracht haben. Welche? Die MX Master, die erste. Kann mich gar nicht mehr erinnern, wie der ausgeschaut hat. Und was halt auch, was mir da auffällt, weil ich die MX Master 2S habe und die 3er, was die MX Master 2S gehabt hat, waren halt so drei LED-Indikatoren, wo du gesehen hast, wie groß der Ladestand ist. Das ist dann bei der 3er weggefallen. Aha. Was schade ist. Ach so, Maus, okay. Echt mit zwei, mit einem Daumen Scrollrad Ja, das ist super praktisch. und bei mir beschweren, dass ich Sehnenscheidenentzündung kriege. Wenn ich das komische Ungetüm sicher kriege, brauche ich jetzt schon einen Orthopäden. Ich habe noch nie eine bessere Maus gehabt in meinem Leben. Also diese MX Master Serie ist genial. Was macht man mit dem zweiten Scrollwheel? Du kannst links und rechts scrollen. Du kannst aber auch umstellen, was du damit machen willst. Du kannst sogar dieses eine Rad, was du da hast, wenn du das schneller noch zum Scrollen benutzt, arretiert es aus und dann fährst du ganz schnell nach unten. Und du hast Vor- und Zurücktasten natürlich auch. Und du hast da unten, wo diese auslaufende Fläche da ist, da kannst du auch noch drücken, dann macht es beim Mac als Beispiel Mission Control oder das Mission Control auf. Also auf dem Mini-Button Ja, dann, genau, okay. da kannst du auch noch reindrücken und da macht es dann Mission Control auf. Kann man sich die Shortcuts frei belegen, ja? Ja, du kannst das einstellen, was das können soll. Aha, okay. Schauen, vielleicht gebe ich dir mal eine Chance. Aber Kann ich dir empfehlen, ist eine gute Maus. andererseits, na, andererseits habe ich schon einen Bandscheibenvorfall, wenn ich den nur anschaue. Ja, ich weiß nicht, was wicken die 3 Kilo? Ich habe keine Lust, da eine halbe Bierkiste über meinen Tisch zu schieben. Ist relativ leicht. Was hast denn du für eine Maus, bitte? Ja, Magic Mouse. Ja, gut, okay, da hast du schon keine Finger mehr, die Hände dran. Das ist schon wurscht. Aber wie heißt der andere Logitech? G703. G703. Boah, ist die klein. Normale Maus. Wie kannst du. Ich brauche den nur Das ist ja zum Zocken und eigentlich nicht einmal zum Zocken, weil mittlerweile zocke ich einfach alles mit dem Gamepad am Sofa. Hast du wenigstens das Ladepad gekauft, da, dass das nie mehr laden muss? Wieso? Was? Was? Wie? Ladepad? Es gibt bei deiner Maus gibt's dieses Powerplay-Ladesystem, wo du so eine Matte hast, die dauernd an den Strom Ach angehängt so, ist. induktiv, ja. Ja. Na, habe ich nicht, na, habe ich nicht. Weil brauche ich ja nicht, weil im Gegensatz zur Magic Mouse hat die Logitech vorne einen Anschluss fürs Kabel und die kann es einfach ja an den PC ranhängen Ich meine, und du laden. kannst das bei der Magic Mouse schon auch machen, wenn das Kabel dran hängt. Leid, das wird halt schlimm. Die Gesten funktionieren noch und das Klicken, das habe ich schon probiert. Das ist so eine Scheißmaus, ey. Ich kann mir nicht helfen. Ah. Also, es ist ja eine Frechheit, dass die überhaupt noch produziert wird. Das fängt ja schon da an. Dass die bis heute noch verkauft wird, das scheiß Graffel.
Sie funktioniert wunderbar, sie funktioniert mit Gesten. Außer du musst sie laden. Dass ich meinem ausladen muss, das kommt 4, 5 Mal das Jahr vor. Vor allem, weißt, es hat ja so ein Zubehör gegeben, da hast du sie quasi auf so eine Platte draufgekriegt, dann hat sie Ja, induktiv geladen. genau, Das haben sie ja auch alles eingestellt. Es gibt ja gar nichts mehr. Jetzt hast du gleich mal einen geschissenen Ladeanschluss, wo du nicht laden kannst, wenn du sie benutzt. das ist das Schlimmste bei der, ja. Ich hoffe mal, dass es besser wird. Sie sind bei den Notebooks besser war mit den Anschlüssen. Vielleicht Naja, kommt es bei der Peripherie auch wieder. sie haben ja, na, das Witzige ist, sie haben ja bei der neuen Magic Mouse einen USB-C-Anschluss gemacht. Ja. Leider an die gleich depperte Stelle. Wo sagen wir, was bringt denn das? Also, wer nicht weiß, was wir da meinen, gell? Also, da hab ich meine Magic Mouse. So, das ist meine Magic Mouse, gell? Da, Apple. Ja. Und wer nicht weiß, was wir meinen, die Logitechs haben vorne einen Anschluss, um sie zu laden. Das Und hat die nicht. die Magic Mouse hat da unten ein schönes Ja. Strichlein, um sie zu laden. Das da. Das da. Und da steckt man das Lightning-Kabel rein. Ja, es ist super. Tolle Erfindung. Man muss es Aber sehen. ansonsten ist es die beste Maus, was ich in meinem Leben jemals genutzt habe. Da darf ich nichts sagen. Aber so wie es geht dir mit der Master 3S, ist geht es mir mit der Ich Magic gebe halt Maus. echt einen Tipp, schau's nicht in Clemens seine Finger an. Das ist einfach, da brennst du die Augen weg. Weil Alles gut. er kann keine ganze Faust mehr formen durch die Magic Alles gut. Alles. Das ist alles KI, was du da erzeugst. Alles. Das Ding ist einfach, es ist ein Elend. Es ist ein Elend von vorn bis hin. Ja, das denke ich mal gerade bei deiner MX Master 3S, also. Benutze einmal, du wärst da denken, wow, endlich hast du Benutz wärst den einmal, dann habe ich Schmerzen. Ja, Du ja. wärst da denken, wenn du diese MX Master einmal benutzt, endlich hat mir jemand einen Tropfen Wasser in die Hölle gebracht. Also, wenn es einmal einen Horrorfilm geben sollte, so ein Splatter-Thriller, wo sich da Alex und der Clemens gegenseitig das Schlimmste antun, dann tauschen sie mal Mäuse. Das ist Hölle, ja. Ja, Für mich. für mich auch. Für die wird Segen. Na, das glaube ich nicht. Solange Logitech keine Gesten versteht auf der Maus, kann ich keine Maus mehr benutzen. Das ist auch etwas, das verstehe ich bis heute. Wäre nie warm mit diesen Gesten von Apple. Ich wäre es einfach nicht mehr. Am Touchpad auch nicht. Es geht besser, aber ich bin da einfach. Da merkt man den nicht. Das ist eine Handvoll Gesten. Es ist unmöglich, ich kann mir den Schaß nicht merken. Ich fahre dann immer so, ah ja, das ist das. Aber ich denke mir so, was nochmal? Oh, vergiss. Bei der Magic Mouse ist es so einfach, zwischen zwei Desktops hin und her zu scrollen, wischt man einfach links oder rechts. Ich verwende nicht einmal mehr Desktops. Ich brauche das Wenn ich alles ein nicht. Overview aller meiner offenen Fenster haben will, dann tue ich einfach doppelt drauf tippen mit zwei Fingern. Das ist. Ich drucke einfach bei der MX Master diese eine Seitentaste. Ja. Ja, Aber das ist ich eine Taste. kann im Browser vor- und zurückwischen, ich kann mit zwei Fingern hin und her wischen, kann die Fenster. Ich Ich verstehe es nicht. Also. will nichts wischen. Wischen tue ich am Smartphone. Das ist für mich, ich weiß nicht, das ist Muskelgedächtnis. Das ist am PC, keine Ahnung, verwende ich eine Taste. Fragen wir nicht, da merkt man die blöden Wischgesten nie. Okay, gut.